Alles bei mir in der XXX-Show, heute hier in Günzburg, in der Nähe von München. Und wir haben zuerst das erste Match. Und der erste, der zum Ring kommt, ist Ricardo. Sein Gegner ist Richard. Übrigens, wenn ihr wollt, mal auch die Wrestling-Einläufe von meinen hergestellten Wrestlers plus die auch Musik davon. Ich habe jetzt auch einen Discord und ich überlege, ob ich das mal auf Discord hochlade. WhatsApp geht ja irgendwie nicht so gut. Aber ich habe schon vor, dass ich die auch alle mit der Musik auch mal hochlade. Nur auf YouTube darf ich es halt nicht. Und hier kommt Ouija zum Ring. Vielleicht mache ich das auch in der DDL-Fangruppe, die ich habe auf WhatsApp. Nur halt als einzelne Wrestlers. Und halt. Aber halt alle Wrestlers, die ich selber hergestellt habe. Also die, wenn ihr sehen wollt, dann am besten in die Kommentare mal reinschreiben. Und los geht's mit diesem Match. Wir gerade gegen Witcher. Und wie auch in der LWS-Show wird es heute zwei Extra-Matches geben. Und der andere von der Wilson, also diese eine Tag Team da, ist der Tag Team Partner wieder gesund und er wird auch heute auch nochmal kämpfen gegen Jimmy Uso. Genau wie Kid Wilson, der wird gegen Jay Uso dann treten heute.
Und Widger hat das Match gewonnen. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Match. Und hier kommen wir zum nächsten Match, ein Tag Team Match der Bella Twins. Hier wird herausgefunden, wer beim nächsten Pay-Per-View gegen Ronda Rousey und Shayna Baszler kämpfen müssen. Es wird auf jeden Fall bei Payback ein Triple Threat Match geben darüber. Und hier kommen die Gegner Tamina und ihr Tag Team Partner Natalya. Als erstes im Ring kommt Tamina. Übrigens, wir haben die Info bekommen, es gibt noch ein paar Matches dazu heute. Ungefähr so wie gestern. Also somit auch wieder 15 Matches. Und los geht's mit dem Match.
Genauso wie ich entschieden wurde, dass bei Bobby Lashley und Randy Orton auch ein Triple Threat Match wird. Somit werden wir auch heute noch zwei weitere Herausforderer so suchen, die gegen die beiden auch noch kämpfen werden, von denen es die noch schon bestätigt wurden. Vielleicht macht es ja Bobby Lashley, vielleicht aber auch Randy Orton. Oder vielleicht auch eine von den anderen beiden, die mit hinzukommen dann würden. Als halt kleine Information vorhanden. Und es wird auch heute noch herausgefunden, wer bei dem Pay-Per-View Armageddon Jujob oder auch ihre heutige Gegnerin bei der Payback kämpfen wird. Genauso der Fall wie auch bei DDL, obwohl er auch heute noch sein Match hat.
und die Bella Twins gewinnen. Somit sind die schon mal die ersten, die auch in dem Tag Team Match dabei sind. Und wir kommen zum nächsten Match. Und wir kommen zum Titelmatch um den 24/7 Championship für den männlichen Wrestler. Und hier kommt der erste Herausforderer, Swerve. Es wird übrigens ein zweiter Four-Way-Match. Und da kommt der nächste mit Colin Benjo. Und hier kommt der nächste, Finn The King. Und hier ist der Champion, DDL.
Und übrigens nach Payback werde ich ein bisschen ein paar Wrestlers sortieren. Und überlege vielleicht dann auch die XXX-Show und die LWS-Show zu trennen. Wie es bei Warp und Smackdown ist. Oder ich überlege, ob ich nur meine hergestellten oder runtergeladenen Wrestlers nehme und keine echte. Dann los geht's hier mit dem Match, um rauszufinden, wer der neue 24/7 Champion wird. Außer DDL gewinnt, er wird dann ja der Ältere bleiben und nicht der Neue. Und zwar hat das Match gewonnen. Und somit ist zwar der neue Champion. Und wir kommen dann zum nächsten Match. Und wir kommen zum nächsten Match, ein Tag Team Match mit LWS und Paul Lopez gegen Freda FDFR und gegen Bon Strowman.
Oder kommt der Technikpartner von Elvis, Paul Lopez? From Shiloh's Ford, North Carolina, weighing in at 385 pounds, und hier kommt der Gegner, Braun Strowman. Und von Braun Strowman, der Tag Team Partner, kommt nun mit Freddy FR. Und los geht's mit dem Match.
Thank you.
Und Freddy F.R. und Braun Strowman gewinnen das Match. Und wir kommen dann zum nächsten Match. Das nächste Match ist wieder ein 24-7 Championship. Diesmal für die Women's. Für die Frauen. Und die Herausforderung wird Saria sein. Sie wird heute antreten gegen Juju. Und hier kommt die Gegnerin, die Champion, Juju. Wird sie ihren Titel weiterhin verteidigen können oder muss sie sich diesmal geschlagen nehmen? Zum zweiten Mal. Natürlich ist sie ein zweifacher Champion. Wir werden es gleich beantwortet bekommen. Und da sehen wir mal das Divas 24-7 Championship. Thank you.
Und Saria ist die neue 24/7 Champion. Here is your
Und wir kommen dann zum nächsten Match.